Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rebels. Ich bin mir jetzt gerade echt gar nicht mehr sicher, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Habe ich da willkommen Rebels gesagt oder was anderes? Das ist mir schon öfter mal passiert, dass ich in einem Let's Play gesagt habe, zum Beispiel bei Dragon Age habe ich schon mal gesagt, willkommen zurück bei Gothic 2 oder so, obwohl es Dragon Age war. Ja, manchmal ist das halt so. So, wir haben in der letzten Folge viel bequatscht. Wegen dieser Oldschool Dungeon Party. Wenn es euch interessiert, schaut euch nochmal die letzte Folge an. Wir wollen jetzt hier in der Folge erstmal ein bisschen vorankommen. Und teleportieren uns zurück und geben die Quest ab, die wir gemacht haben. Oh, die gibt ordentlich. Zumindest in meinem Levelbereich ist das ordentlich, oder? Ja. Könnte man so sehen. Das ist Folge übrigens 177. Nur mal so angemerkt. Schade, dass die 1 die 7 nicht symbolisiert, dann wäre das eine Schnapszahl, vor allem 777 Folgen Rebels. Das wäre echt irre, oder? Naja, okay. So, dann haben wir die Quest abgegeben. Jetzt müssen wir echt mal hier gucken, was wir hier noch machen können. Wir haben eigentlich alle Quests angenommen gehabt und müssten uns im Endeffekt jetzt so, ja, Gegend zu Gegend teleportieren. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich scheiße jetzt auch einfach mal auf die Rubes. Ich meine mal, früher musste man ja auch hin und her teleportieren und irgendwie es schaffen. So, Eisenerzbestellung, das ist die erste, die wir machen müssen. Pyron, dem Schmied von Katan, das können wir machen. Dann gehen wir erstmal nach Katan. Ich bin da jetzt nicht mehr so geizig hinterher. Ich meine mal, das meiste Geld gibt es ja durch die Quest wieder. Oder es erörtern sich neue Quests, wo es dann auch wieder Geld gibt. Also von daher ist das nicht so schlimm. So, dann erstmal zum Schmied. Es ist die Frage, wo ist der Schmied? So, ach nee, hier kann ich ja nicht gucken. Ich muss hier gucken. Tiertrainer. Jen. Händler. Waffenhändler. Rüstungshändler. Schmied. Da, Schmied, Schmied, Schmied. Da, in der Richtung. In der Richtung da bitte. So, wir haben 36.000 Jobpoints. Damit können wir Joblevel abmachen. Das heißt, ein Joblevel noch. Und dann sind wir Job Level 40, dann können wir hier die unteren Skills machen. Wagemut der Donner, Erde und des Feuers. Weiß ich nicht, ob das so doll ist. Ich meine mal, da verliert man ja Leben oder zumindest bei manchen. Ich muss mal das mal durchlesen. Wie gesagt, Huna habe ich nie wirklich gespielt. Deswegen habe ich da keine Ahnung drüber. Auf jeden Fall gibt es dann die höheren Buffs wieder. So. Ja, annehmen tun wir später. Das machen wir nicht jetzt, weil sonst wir hier wieder so viele Quests haben. Ich möchte jetzt erstmal die abschließen, werde dann wieder nach Horizon teleportieren, gucken, ob ich da alle durch habe. Und dann geht es erstmal mit Lesky weiter, wie ich schon mal gesagt habe. So, Untersuchung der Steinsalze. Da müssen wir im Endeffekt zur Marktstraße. Das ist nichts mehr. Haben wir denn hier Marktstraßenteleporter? Nein, nicht wirklich. Hier, die Schmiedeverträge. Da ist die Frage, warte mal. Da haben wir doch eben einen gesehen. Das ist doch hier, hier, hier. Warte, warte. Händler. Händlervertrag. Das ist bestimmt der hier in Katan. Der sieht auch so komisch grün aus. Da hole ich mir gleich mal den Vertrag ab. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, genau. Möchtest du einen Teilzeit stellen, dann habe ich schon mal den Vertrag. Seht ihr, dann sind wir da auch schon mal vorangekommen. Das passt sich ja, das passt sich ja. Gut, ich denke mal, der Schmiedevertrag oder der Rüstungsvertrag ist entweder in Lesky und einer davon den beiden, also der letzte wird da wahrscheinlich in Rondo sein. Nach Rondo teleportiere ich erstmal nicht oder doch? Ja, ich überlege gerade mal, dann kann ich die im Endeffekt gleich mit abgeben und gibt, naja, nicht so viel. Ach, na gut, aber ich gebe es ja dann trotzdem gleich mit ab. Dann teleportieren wir uns vorher erstmal nach Lesky, gucken da mal. Wir machen jetzt die Quest Schritt für Schritt fertig hier einfach. Wo wollte ich denn hin? Ich möchte eigentlich nur gucken, ob es hier eine Marktstraßenteleporter gibt. Da, Marktschreierin. Merkt ihr was? Ich bin blöd. Was hab ich denn eben gesagt? Da kann ich die Quest gemeinsam abgeben. Oh Mann, ey. Egal, ich gebe die jetzt ab. Wenn ich hier schon einmal bin, dann bin ich hier. Dann kann ich auch mal kurz gucken, was hier denn Leute für Pets, für Gegenstände verkaufen. Oho, oho, okay. So, dann gehen wir erstmal die Quest hier ab. Die anderen gehen wir dann später mal ab. Ja, ein bisschen gab das. Es ist jetzt nicht so viel. Bei uns ist der auch noch ein bisschen günstiger geworden. Der ist auch gar nichts mehr wert, ey. Früher waren die mal 500 Mio wert. Heute gar nichts. Nix, nada.
Glückstränke, ist auch alles günstig hier geworden oder kommt mir das nur so vor? Okay. Na gut, es sitzen ja nicht wirklich viele, also. Ja. Was soll man machen? Okay, gut, dann wäre die nächste Quest. Überliefe die verbrannten Knochen an Zauberin Jaina am Scheiterhaufenplatz. Das können wir machen, da können wir uns in der Nähe hin teleportieren. Und da wir in Katan rauskommen, können wir uns da wirklich in der Nähe hin teleportieren. Also passt ja. Das passt. Und dann können wir da auch gleich nach Tischler Süfert hinreiten, denn der hat da auch noch eine Quest abzugeben. Es ist ja wie so eine Kettenreaktion gerade. Eine Quest nach der anderen kann abgegeben werden. So, ja, das sind auch nur noch die beiden, die ich habe. Und dann müsste ich nach Horizon wieder. Okay. Trauerfriedhof müssen wir hin. 48.000. Aber wenn ich da schon mal bin und es da Quests gibt, werde ich die Quests auf jeden Fall machen. Weil wenn ich da schon mal bin, dann brauche ich da nie, später nicht so oft nochmal hin teleportieren und spare mir im Endeffekt die 48.000. Weil das ist ja doch schon ganz schön teuer. Also zumindest für mich. Noch. Muss man alles betonen. Noch. Ja, läuft auch bald ab, die Farbe, Gott sei Dank. Kreaturencracker, genau, die waren ja nicht handelbar, die müsste ich mal. Die sind auch charaktergebunden, die kann ich nicht mal ins Lager packen. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja. Ah, wo bleiben denn hier die World Buffs? Ich möchte ins Dungeon. Da könnten wir. Nee, muss ich doch, glaube ich, nochmal ins Moon gehen, bevor wir mit Rang 3 dann ins Lost Mine gehen können. Also da fehlt uns doch noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass wir Lost Mine mit Buffs schaffen. Ich glaube es nicht, nee. Vor allen Dingen will ich mit 40 die Dungeon-Quests annehmen, falls wir nämlich irgendwann mal das Level haben und wir die machen können alleine. Oder wenn uns da vielleicht zufällig gerade einer ist, der uns die macht. Das ist erlaubt. Das erlaube ich. Dann, ja. Oh, der gibt keine, okay. Das heißt, wir sind vom Level noch zu niedrig. Was haben die denn hier? Naja. Gut, dann lass uns mal zu Tischler Süfert gehen. Der ist ja auch irgendwo gleich. Nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ja, guck mal, hier, die muss ich auch nochmal weitermachen. Monster, ja, da kriegen wir noch einen SS, der eigentlich sehr wichtig ist. Deswegen, also, wir haben noch einiges zu tun. Oh, warte mal. Ach so, das sah we eben aus wegen meinen, hier, wegen dem hier. Ich dachte eben, na, der Nagash wäre hier. Die können wir dann auch mal machen, Nagash. Gibt es dann Würfel drüber? Rang 3 Würfel, die vielleicht für unser Equip gar nicht mal so schlecht sind, wenn wir uns eins basteln. Nur Nagash zu töten ist ein bisschen schwer, könnte ich sagen. Also da muss ich schon ein bestimmtes Level haben. Da helfen, glaube ich, auch Buffs nicht, weil der hält einiges aus, leider. Wenn man da nicht wirklich Hypad oder so hat, ne? Wie gesagt. Aber werden wir mal gucken. Oh. Dann geht es erstmal nun zu Tischler Süfert und werden wir da mal. Heißt doch Süfert, ne? Nicht, dass ich immer was Falsches hier sage. Süfert, ja, würde ich so lesen. Da müssen wir dann halt die Quest abgeben. Was gibt die denn? 26.000, ja gut, das ist was dafür, dass wir da nur hinreiten müssen. Und Holic-Punkte, 112, da haben wir auch schon viele, ne? Gucken wir mal. 5.200. Mein Holic-Rank ist 0. Geil, ich bin auf 0. Ich bin besser als Platz 1. Nein, Quatsch. So, mal Maus einrasten, der läuft jetzt für mich automatisch. Ich brauche nicht mal was machen im Endeffekt, das ist so genial. Ja gut, da musste ich jetzt drehen, er läuft nur geradeaus. Dann können wir nämlich hier nebenbei gucken, dann brauche ich nicht die Pfeiltasten die ganze Zeit drücken. Hier, die müssten wir auch höher machen, weil die einiges auch ausmachen an unserem Schaden und an unserer Rüstung. Ja, Leute, ich reite in eine falsche Richtung, so ist es. Ihr wundert euch bestimmt gerade, ne? Oh Mann, ey. Total in die falsche Richtung geritten, ey. Das kann auch nur mir passieren, ohne Scheiß. Okay, was haben wir hier? Der macht 20% zusätzlichen Feuerschaden. Die sind also gar nicht mal so verkehrt. Obwohl mir da ja nahegelegt wurde, später auf Wasser zu gehen, da man ja sehr viel Mana-Probleme hat. Sieht auch eigentlich ganz in Ordnung aus, hoppala. Aber solange ich noch keine Mana-Probleme habe, und das habe ich momentan noch nicht, weil ich so viel Mana gar nicht brauche oder benutzen kann, brauche ich den auch nicht, würde da also erstmal zu Feuer tendieren. Später aber erst. Ich möchte erstmal Job Level 40 freischalten, damit ich hier die Buffs höher kriegen kann. Also auf Maximum erstmal. Und dann sehen wir weiter.
Den könnte ich dann auch irgendwann höher machen. Der gibt dann auch nochmal Schaden, falls das Pet, falls die Monster angreifen mich. Ja, wir kriegen das schon hin. Genauso müssen wir hier bald mal wieder aussortieren und mein Inventar. Das ist so vollgemüllt. Und ich freue mich bald, naja, bald, was heißt bald? In einiger Zeit dann die Windtränke Deluxe zu bekommen. Die sind ganz gut. Kann man benutzen. Oh, wir haben auch schon ein böses Level hier. Aber diesmal reite ich in der richtigen Richtung, ne? Jo. Na dann. So, da verfolgen wir uns gerade welche. Die hauen wir dann mal um. Hier können wir dann die Quest abgeben. Ich hoffe ja, da gibt noch eine Quest, dass das hier hinreiten nicht immer alles so umsonst gewesen ist. Ja, umsonst auch nicht direkt, aber. Der droppt einen Ring. Warte mal. Was hat der gedroppt? Nee, brauchen wir nicht. Aber können wir später verkaufen. Lieferung der Werkzeugteile. Der gibt auch noch keine Quest. Das heißt, wir haben das passende Level noch nicht. Na super. Okay, dann geht es in die Stadt und ich sehe gerade, wir haben keine Schriftrollen der Rückkehr mehr. Ich muss mir mal ein paar einkaufen da. Da komme, was wolle jetzt. Wenn wir gleich in der Stadt sind, machen wir das auch mal. Oder eher gesagt, erstmal machen wir hier die anderen Sachen. Lasky und Rondo, wegen denen hier, das möchte ich schnell noch fertig machen. Das kriegen wir hier noch hin, das ist ja nicht so wild. Und dann geht es in Horizon nach Questsuche. Falls es in Horizon nicht gibt, dann gibt es hier welche. Was hätten wir denn hier zum Beispiel? Lustige Maske. Ja, hier kommen ja auch noch die kleineren Quests. Aber die sind auch gut, muss ich sagen. Die geben auch einen Stamina-Pot. Nicht schlecht. Verspecht. So. Entweder der Schmied oder der Rüstungshändler. Dann gucken wir erstmal beim Rüstungshändler. Aber die sind ja beide hintereinander. Aber so wie es aussieht. Ich gucke mal. Nein, der hat sie nicht. Dann kann nur noch der Schmied sein. Ja, der Schmied war's. So, und jetzt müssen wir den Rüstungshändler in Rondo gucken. Können wir machen. Teleportieren wir uns mal kurz hin. Ich meine mal, so lange dauert das ja nicht. Was wir noch mal kurz machen können, bevor wir das machen. Ich würde mal gerne wissen, ob es denn jetzt hier schon Rang 3-Äxte gibt oder so. Wie gesagt, ich spiele ja nicht, wenn ich nicht aufnehme. Deswegen muss ich immer mal gucken. Extra. Und da böse Wache, 799.000. Naja, für böse finde ich jetzt nicht so doll, oder? Und Magierrüstung, was haben wir da? Rang 3er, böse, flink. Flink wäre nicht schlecht, da sind wir ein bisschen schneller. Und da wir eh keine Rang 3 Rüstung haben, ach komm, die kaufe ich. Auch wenn es böse ist, Leute. Weil bis wir dämonisch kriegen, da können wir warten, bis wir schwarz sind im Endeffekt. Ich meine mal, die passende Axt haben wir ja im Endeffekt schon. Wir können mal im Lager gucken. Jetzt haben wir auch erstmal die passende Rüstung. Die könnte ich mal verkaufen, den Kettenpanzer. Aber ich bin nicht die ganze Zeit online, immer um zu gucken, ob ich das verkauft habe. Ja, hier haben wir eine dämonisch Kühn, die ist voll in Ordnung. Und jetzt haben wir eine böse Rüstung. Die ist, ganz ehrlich, die Rüstung ist besser als so eine Rüstung vom Händler. Deswegen, also auch wenn böse nicht so doll ist, aber es ist besser als gar nichts. Jetzt haben wir schon mal die Rüstung und die Axt. Jetzt habe ich aber natürlich ordentlich Geld da lassen müssen. Und jetzt gehen wir mal nach Rondo, die nächsten 50.000 ausgeben, um dann halt den Rüstungsvertrag zu bekommen. Und wehe, der ist da nicht. Ich bin der Meinung nämlich, dass da der ist. Weil man sieht hier auch in der Quest nicht, dass da drinnen steht, ja, der ist da und der ist da und der ist da. Da steht ja nur Sammel-Schmiedevertrag, Händlervertrag, Rüstungsvertrag und Lebensmittelvertrag. In den umliegenden Städten oder so. Können ja noch mal reingucken. Sammel alle Verträge ein und bringe sie dann zu Tante Emma. Toll. Coole Beschreibung, ey. Ohne Scheiße. Ihr hättet ja mal beischreiben können, wo. Also für die, die es noch nicht gemacht haben, sind am Arsch. Die müssten rumgucken. Aber ich bin der Meinung, das ist der hier. Ja. War mir klar. So. Dann haben wir nämlich auch die Quest fertig. Ach komm, wir geben die auch gleich noch mal auf der Marktstraße ab, wenn wir hier schon mal sind. Dann geben wir die doch mal kurz ab.
So, dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen. Was haben wir denn, kriegen wir denn da an Geld? 20.000. Naja, die fast die Hälfte vom Hinteleportieren. Zurück werde ich auf jeden Fall eine Schriftrolle nehmen. Das ist mir günstiger, als wenn ich da nochmal 50.000 bezahle. Möchtest du eine Teilzeitstelle? Fertig. Und die geben auch erstmal keine. Die kommen später noch, dass da wieder welche kommen. So. Ja, wir haben nur noch vier Quests übrig. Das bedeutet. Ah, wir können uns ja auch zurück teleportieren, genau. Das bedeutet, wir gehen jetzt in Horizon gucken, sammeln ein, was wir da kriegen. Ob wir da überhaupt was kriegen. Ansonsten gehen wir nach Lasky und werden da erstmal weitermachen. Denn wir haben im Endeffekt noch nicht wieder das passende Level. Die meisten Quests, die kommen erst mit so 45 dazu oder so vom Level her. Also es dauert noch ein bisschen. Aber ihr seht, so langsam wird es. Wie gesagt, so war es früher, ne? Also, falls jetzt manche nörgeln oder beziehungsweise, es dauert ja viel zu lange, du machst ja nichts. Wie denn bitteschön? So war das früher. Man hat wirklich früher so lange gebraucht. Man hat entweder gequestet oder hat sich mit einer Gruppe in der Dungeon getroffen, was heute gar nicht mehr wirklich möglich ist. Besonders auf den Server hier. Und, deswegen, das ist halt nun mal so. So war es früher. Da war man glücklich, wenn man in den ersten 2 Monaten oder so Level 50 war oder so. Da hat man richtig gesuchtet für das Level. Das war früher so, ja. Aber früher war auch so, dass die Stamina-Bewahrer nur 200.000 gekostet haben, anstatt jetzt fast 100 Millionen, ne? Ja. Aber so wie es aussieht, gibt es hier keine neuen Quests. Das heißt, wir können erstmal nach Lasky. Aber bevor wir das machen, ich wollte mir ja Schriftrollen der Rückkehr holen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, was kaufen wir denn mal? 3.000, ja, 10 Stück sollten erstmal reichen. Wir müssen ja nicht prassen. So. 75 hausgemachte Nudeln. Ja, die haben auch ein stolzes Gewicht. Aber aufnehmbar oder verwendbar mit Level 20. Die können wir mal hier reinziehen. Obwohl, es ist ja HP, ne? Können wir die nicht verkaufen, sag mal? Bringen die vielleicht nicht noch Geld? Wir können auch hier verkaufen, ne? Punkteshop. Verkaufen. Ne, die bringen nichts. Dann können wir die auch im Endeffekt nutzen. Dann brauchen wir vielleicht hinterher irgendwann mal kein Mana oder so. Sind 75 Gewicht, können wir ja erstmal bestehen lassen. So. Ja, Lachs habe ich auch wieder gut bekommen. Ja, dann müssen wir erstmal nach Lasky teleportieren und in Lasky die Quest einsammeln, die wir haben. Das mache ich auch noch schnell. Und dann geht es in der nächsten Folge erstmal wieder weiter. Aber erstmal wird hier eingesammelt, was es gibt. Hier gibt es nämlich ordentlich. Vorher werde ich Heimatort machen, wenn ich hier welche mache. Engelsschreie. Haha. Okay. Können wir annehmen. Die gibt 36.000. Heftig. So. Haben wir schon mal Quest Nummer 2 angenommen. Ich zähle mal mit, wie viele wir hier machen können dann. Unten bei der Plattform, wenn man sich hin teleportieren kann, gibt es sicherlich auch noch welche. So, rostige Orkschilde. Ja, so langsam kriegen wir die richtigen Quests, die wir benötigen. Auch die auch mehr XP geben. Finde ich super. So, legendäre Medizin. Ach, das sind die Pixie-Pulver. Ja, die Quests habe ich früher gehasst, denn nicht jede Pixie hat so ein Pulver gedroppt. Und das hat sich manchmal ganz schön hingezogen. Vor allen Dingen, weil es ja 15 Stück sind, die man sammeln muss. Ah, da werde ich mich freuen in den nächsten Folgen. Ja. Fragwürdiger Test 1, genau. Ork und grober Ork. Jetzt kriegen wir die ganzen Ork-Sachen und so. Ihr Monster. Kraft der Magie. Ja, wir haben ja einiges zu tun, Leute. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, Mondlicht. Kann ich erstmal hier lassen, schaffe ich eh nicht. Oder beziehungsweise Euphoria ja, den anderen nein. Lasse ich also erstmal hier. Nehme ich nur die an. Da muss ich da wahrscheinlich später vom Level her hingehen und dann mal gucken. Oh, hier hinten ist noch eine Ausbilderin. Schwarze Kugeln der Albin-Ruike. Die können wir mitnehmen, falls wir nämlich wieder in Dungeon sind, wegen World Buffs oder so. Dann können wir die nämlich gleich sammeln, wenn wir da schon mal sind. Deswegen nehme ich die schon mal an. Okay, der hat hier auch nichts und die hier unten sicherlich auch nicht. Nee. Gut, dann teleportiere ich nur mal runter und gucke da. Und wenn nicht, fangen wir dann in der nächsten Folge da unten an. Da bin ich ja mal gespannt. So, was haben wir denn hier? Ah, der hat auch nochmal Quest. Engelslied.
Und Engelsflügel. Oh, wir haben so viel zu tun, Leute. Das bringt aber ordentlich XP. Da schaffen wir bestimmt zwei Level mit. Wilder Keilerjagd. Zerbrochene Keilerschwert. Und Kristall der magischen Kraft. Alle annehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass da hinten... Warte mal, das zeige ich nochmal. Hier hinten jetzt Quests gekommen sind, die wir am Anfang nicht gemacht haben, weil wir da ja keine kamen. Da gehen wir dann als erstes gucken in der nächsten Folge und nehmen die Quests dann an und machen die da. Also, wir haben wieder ordentlich Quests bekommen. Die müssen wir jetzt machen in der nächsten Zeit. Ja, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Macht es gut.